Die Galerie in der Peripherie nennt der Künstler Thomas Seelinger seine neu bezogenen Kunsträumlichkeiten am Rand der Stadt Salzburg, kurz vor der Grenze Freilassing. Er selbst bezeichnet sich als expressionistischer Maler, der moderne, zeitgenössische Werke mit einer gewissen Art von Humor erschafft. Wie ist es eigentlich zu der Idee mit einer eigenen Galerie gekommen und ist damit ein Wunsch wahr geworden? Ich betrieb bereits seit 2014 ein Atelier, ein kleines, feines im Andreeviertel, war aber immer schon auf der Suche nach was Größerem. Und durch glückliche Umstände hat sich ergeben, ein großer Raum in der Gegend zur Grenze nach Freilassing in einer Halle, wo mein Atelier und eine schöne Ausstellungsfläche für eine Galerie Platz hat. Und da haben wir zugeschlagen, meine Frau und ich. Und somit ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum in die Peripherie und weg von der Stadt. Ich lebe nicht von Laufkundschaft. Ich bin auch kein Souvenirladen und war schon immer anders als die Masse. Also habe ich die Vorzüge der Peripherie kennen und lieben gelernt. Abseits vom Stress, gute Verkehrsanbindung, gratis Parkplätze und eine einmalige Räumlichkeit für meine Vorhaben. Thomas Seelinger zeigt ausschließlich seine eigenen Arbeiten. In welchen Abständen wird es denn Ausstellungen geben? Es werden in unregelmäßigen Abständen Ausstellungen von mir stattfinden. Ich werde übers Jahr über neue Zyklen, bestehende Werke und neue Werke präsentieren. Und das Ganze wird immer auf der Homepage angekündigt. Und ich freue mich schon riesig, wenn es losgeht. Derzeit darf man ja nicht in die Galerie. Inwiefern begrüßt Thomas Seelinger den Austausch mit interessierten Kunstliebhabern, die ihn besuchen kommen? Und logische Frage, wie sehr freut er sich, wenn es dann wieder geht, auf den direkten Kontakt? Ich begrüße den Austausch mit interessierten Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern extrem. Ich liebe es, Menschen zuzuschauen, die sich meine Kunst ansehen. Aber wenn es momentan nicht live geht, ist der Austausch übers Internet rege und ich freue mich schon, wenn die Pforten wieder offiziell geöffnet werden, dass mich viele besuchen und ich meine Kunst einem breiten Publikum in Salzburg und Umgebung zugänglich machen darf. Thomas Seelinger über seine neue Galerie in der Peripherie.